Ist ein guter Pick. Damit sind die beiden so ein bisschen... Aber First-Time-All-Star... Und ja. du sagst ja immer, Spieler brauchen Erfahrung. Er hat keine All-Star-Erfahrung. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shots Fired. Wir sind zurück von unserem NBA-Trip. Paris, Miami, Orlando, ihr habt die Vlogs auf beiden Kanälen hoffentlich gesehen. Es war ein sehr verrückter Trip, es hat großen Spaß gemacht, wir haben viele tolle Dinge erlebt. Und wenn ihr bisher nur die Vlogs gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall auch bei NBA Undrafted rein. Eine Folge aus Paris ist schon online mit Luciano, beziehungsweise zwei Folgen aus Paris sind online. Einmal die Legenden, dann Luciano. Stimmt. Und heute kommt die Folge aus Orlando. Das war so ein bisschen das Highlight am Ende. Mhm. Die solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Link in der Beschreibung, sobald die Folge draußen ist. Und ganz wichtig, ihr könnt NBA Undrafted kostenlos und ohne League Pass schauen. Die Frage kommt häufiger mal. Einfach auf den Link klicken. Ihr braucht maximal einen Account in der NBA-App, der ist aber kostenlos. Also schaut da auf jeden Fall rein. Und wo wir gerade beim Thema League Pass sind, gibt es heute in beiden Videos auch wieder einen Code für einen Monat zu gewinnen. Einfach einen Kommentar schreiben, mitdiskutieren, Instagram-Handle dazu und schon nimmt ihr teil. Das ist der Gewinner aus der letzten Debatte, die ja jetzt schon ein bisschen her ist. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wollen wir auch noch mal ganz kurz über die letzte Debatte sprechen, denn ihr wollt ja immer wissen, wie unser wirklicher Standpunkt aussieht. Thema hier war, geht LeBron zu weit? Yeah. Mit seiner Ansage, mit seiner versteckten Message Richtung Front Office. Tradet mal diese verdammten Picks. Ja. Du hast gesagt, er geht zu weit. Wie sieht's wirklich aus? Es ist schwierig. Es ist im schlimmsten Fall der zweitbeste Spieler aller Zeiten und er sollte wirklich jedes Jahr maximal nutzen und da sollte auch das Team hinter ihm stehen. Auf der anderen Seite, ja, sein Track Record als Le GM ist auch nicht so gut. Ich habe halt ein paar Verträge aufgezählt, ich habe ein paar Picks aufgezählt, die er so in den Sand gesetzt hat als Le GM. Es ist schwierig, aber ehrlich gesagt, als Fan muss ich schon sagen, er gibt dem Mann alles, was er haben will, weil ihr habt den nur einmal. So ein Talent kommt nur einmal jede Generation quasi. Ja, ich kann es kurz machen. Ich bin ganz klar Team LeBron. AD ist jetzt zurück. Die Lakers klopfen an der Play-In-Tür, sind nicht mehr weit entfernt. Wenn du jetzt, der Rui-Move war schon ganz nice, so als kleiner Startpunkt. Wenn du jetzt noch ein, zwei vernünftige Moves machst, dann, wir haben auch bei dir im Video darüber gesprochen, der Westen ist so offen und so verrückt wie nie. Kein Team ist extrem dominant, jedes Team ist schlagbar. Ey, geh all in. LeBron James spielt immer noch eine MVP-würdige Saison. Weil ganz ehrlich, wären die Lakers ein Top-4-Team, würden wir über LeBron als MVP-Kandidat sprechen. Und das musst du einfach maximieren, solange du es kannst. Deswegen bin ich da ganz klar auf LeBrons Seite. So, dann kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema heute. Und das ist immer eine meiner Lieblingsfolgen im Jahr, wenn wir den Draft gemeinsam machen dürfen. Du bist heute Team LeBron. Hast du dir ausgesucht, weil du der Gast bist. Ich bin dementsprechend Team Giannis. Du hast den kleinen Vorteil, dass du den ersten Pick hast. Ja. Aber die beiden Roster sind gestackt und ich glaube, das wird trotzdem ziemlich competitive. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr gepickt hättet. Und wir können ja vielleicht am Ende auch nochmal kurz darüber sprechen, wie LeBron und Giannis wohl picken. Ob es so Spieler gibt, von denen wir glauben, naja, den pickt LeBron nicht oder den pickt LeBron als erstes. Können ist auch immer machen. Eine ganz spannende Dynamik, zumal ja diesmal auch vor dem Spiel gepickt wird. Eigentlich eine der besten Neuerungen überhaupt. Dürfte sehr interessant werden und wir können es auch hier schon mal verraten, in Björns Video haben wir es auch schon gedroppt, wir werden vor Ort sein in Salt Lake City mit NBA Undrafted. Also ihr seht schon, das Format ermöglicht uns einiges und liefert euch vor allem auch wirklich starken Content, der vorher einfach nicht möglich gewesen wäre. Deswegen supportet die Show, schaut die Show, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Wir werden da sein und euch wieder so gut es geht mitnehmen. Und jetzt kann es wirklich losgehen. Du bist Team LeBron, du hast den ersten Pick. Wir müssen erst die Starter picken, dann die Reservisten. Bei Björn im Video sprechen wir auch über die Snaps, also schaut da gerne rein. Aber jetzt wird einfach nur gedraftet. Ich bin sehr gespannt. Spannend. LeBron James, dein erster Pick im 2023er All-Star Draft. Also, Le GM geht natürlich davon aus, dass jeder Spieler hier auf der Liste einsatzbereit ist, dass er fit spielt. Wir wissen ja noch nichts über Nachrückverfahren und so weiter. Und der erste Pick muss ganz klar sein, Stephen Curry. Ja. Stephen Curry, der beste Shooter aller Zeiten. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wollte dir jetzt an dieser Stelle die Frage stellen, was glaubst du, wenn LeBron als erstes pickt? Und es ist entweder Steph oder KD. Ich glaube aber, es ist Steph. Weil er auch immer wieder betont, wie gerne er mit Steph zusammenspielt. Mhm. Als sie im letzten All-Star-Game zusammengespielt haben, hatten sie extrem viel Spaß dabei. 17 Dreier von Curry. Ja. Und ich weiß auch nicht, LeGM hat ja auch immer so einen Hintergedanken. Ich weiß auch nicht, ob er irgendwann nochmal hofft, so am Ende seiner Karriere eine Saison mit ihm gemeinsam zu spielen.
Und da wird er jetzt schon alles dafür geben, um Steph da so ein bisschen zu beeinflussen. Deswegen glaube ich auch, dass es ein Pick sein wird. Ich würde dir nur widersprechen bei dem KD-Pick, ja, weil ich glaube, wenn er Curry nicht nimmt, würde er Jokic nehmen. Ich glaube, er würde einen Curveball werfen und sagen, ich will mit dem besten Passing-Big spielen. True. Aber es kann ich nicht sagen. Aus Sympathie wahrscheinlich mit KD. Ja. Aber Jokic fände ich auch spannend. Was man LeBron auch noch zutrauen könnte, wäre so ein Fuck-You-Pick, dass er sagt, ich nehme Kyrie. Weil er ist jetzt häufiger schon mal für ihn in die Bresche gesprungen, auch bei Pressekonferenzen, dass er einfach sagt, ey, Kyrie, auf die alten Cleveland-Zeiten. Aber es ist ein Reach. Ich würde sagen, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, er pickt Steph. Oder er geht Cleveland und sagt, ich nehme Donovan Mitchell. Das wäre auch witzig. Damit ich in 2 Jahren mit Bronny kommen kann. Genau. Okay, also, gut, du hast Steph. Ja. Dann brauche ich jetzt... Ich bin Giannis, okay, das heißt, ich bin schon mal selber ein guter Big Man. Das heißt, ich brauche einen guten Guard. Ich muss dann mit Luka gehen. Ja. Ich muss mit Luka gehen. Mir. Ja, ich muss mit Luka gehen, natürlich. Luka Doncic ist mein Point Guard. Ja. Okay, so, und nachdem, wie du gesagt hast, du ja ein sehr guter Big Man bist, brauchst du einen Counter. Ich brauche einen Counter, aber es wäre natürlich auch cool, wenn der... Ja, wobei beide können Giannis nicht verteidigen. Nee, dann ich würde mit Jokic gehen. Okay. Einfach for the fun of it. Ich glaube, so ein Team mit LeBron, Jokic, Curry, also geiler geht's nicht. Okay. Ja, ich bin froh, dass du Jokic nimmst, da du mir so nicht KD weggenommen hast. Mhm. Greatest Scorer of all time, Unstoppable Force. Auch MVP-Saison bis zu seiner Verletzung. Wir hoffen, dass er wieder fit ist. Wenn er fit ist, ist KD ein perfekter Fit für mich. Ich dachte einfach nur, er teilt sich ein bisschen zu sehr die Position mit LeBron. Deswegen passt es aber mir perfekt. Habe ich ihn jetzt nicht genommen. Ja. Okay, dann habe ich Jokic, Curry, LeBron. Ja, doch. Und dann, jetzt habe ich eigentlich gesagt, sie teilen sich die Position, aber das ist mir in dem Fall egal, weil Tatum ist so wandelbar und vor allem Tatum ist so stark defensiv. Und bisher habe ich noch nicht wirklich viel Defense in meiner Mannschaft, deswegen muss ich Tatum nehmen. Du musst Tatum nehmen, okay. Okay, ich gehe jetzt taktisch vor. Ich wäre sowohl mit Kyrie als auch mit Donovan happy im Backcourt. Und dann schnappe ich dir lieber Zion weg, der, wenn er fit ist, auch einfach ein brutaler Force ist. Und dann bin ich mit Giannis und Zion auf den großen Positionen ziemlich brutal aufgestellt. Ja, das stimmt. Und mir ist es dann vollkommen egal, ob du mir Kyrie oder Donovan überlässt. Deswegen gehe ich mit Zion. Okay, dann lass mich nur einmal kurz überlegen. Mein Backcourt ist bisher Curry und ich habe zur Wahl Kyrie oder Donovan. Ich überlege halt, weil ich will keinen zu kleinen Backcourt. Auf der anderen Seite, Donovan Mitchell ist jetzt auch nicht so groß. Der spielt nur ein bisschen größer durch seine Spannweite und durch seinen Body. Aber doch, ich muss es dir ein bisschen tougher machen, glaube ich. Nee, warte mal. Habe ich genug Scoring? Das ist gar nicht so einfach. Nee, doch, komm, also ich kann nicht Donovan Mitchell vor Kyrie nehmen. Ich nehme Kyrie. Du nimmst Kyrie? Ja. Okay, du nimmst Kyrie. Dann nehme ich Donovan und habe damit eine Starting Five bestehend aus Luka Doncic und Donovan Mitchell im Backcourt sowie KD auf der 3, Zion auf der 4 und Giannis auf der 5. Das ist für mich ein zufriedenstellender Outcome. Gib mir nochmal deine Starting Five. Meine Starting Five sind Steph und Kyrie im Backcourt, was schon unfassbar ist. Nice. Und dann Tatum, LeBron, Jokic. Ja, ist krass. Ist krass. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache bei dir, ist, dass du unterm Korb wahnsinnig offensiv stark bist und ich jetzt defensiv unterm Korb nicht so stark bin. Auf der anderen Seite, ich mag wirklich meinen Backcourt. Also Kyrie und Steph ist schon Wahnsinn. Spektakulär. Und ich würde gerne noch einführen, weil du hast jetzt am Ende Donovan Mitchell bekommen bei den Startern. Ich will noch einführen, dass du jetzt auch immer so reagierst, wie die Spieler dann reagieren müssen. So, das passt mir perfekt in dein System. Das Donovan ist genau aufgegangen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Spider noch für mich übrig bleibt. Genau. Und das hat jetzt wirklich perfekt gepasst. Ja, sehr gut. Lass uns noch mal kurz überlegen. Ich habe Luca mit dem ersten Pick genommen. Ist das ein realistischer Pick auch für Giannis, den er machen wird? Ja, ich finde ihn sehr wahrscheinlich. Und damit countert er ganz gut dieses LeBron-Curry-Gespann, was auf der anderen Seite herrscht. Wir können ja mal schauen, wie nah wir am Ende dran sind an den wahren Picks. Ich weiß nicht, ob LeBron mit seinem zweiten Pick direkt Jokic nehmen würde. Wobei, hat er nicht letztes Jahr auch relativ früh den Joker genommen?
Das ist eben mein Ding. Und ich denke vor allem halt, nachdem Jokic der einzige True Big ist sonst, weil Zion ist eher ein undersized Big, ich glaube, er will halt irgendwas gegen Giannis stehen haben. Ja. Von der Defense her. Ja. Und LeBron weiß einfach auch, dass er ein geiler Playmaker ist. Dass er nicht jemand ist, der jetzt 20 Würfe im All-Star-Game nimmt. Eben. Ich glaube, es macht ihm einfach Spaß, mit ihm zu spielen. Mit Curry macht es Spaß, mit Jokic macht es Spaß. Mit Tatum macht es Spaß, ja, also, Kyrie, also das ist eigentlich alles geil. Ich muss sagen, du hast eine sehr realistische LeBron 5 da stehen. Ja. Also wenn der die am Ende genauso pickt, dann wäre ich nicht überrascht. Das ist ein bisschen nah dran, glaube ich. Okay. Nice. Reservisten. Ich darf jetzt anfangen und wir haben gerade im Off schon drüber gesprochen. Giannis muss ja jetzt eigentlich Jrue Holiday nehmen. Und du musst deinen Teammate nehmen. Du musst deinen Teammate nehmen. Genauso würde LeBron AD nehmen, wenn er dabei wäre. Ich mache das jetzt natürlich nicht, denn ich möchte das Spiel gewinnen und ich möchte das bessere Team aufstellen. Deswegen, jetzt ist natürlich die Frage. Nee, komm, ich muss den besten Spieler nehmen, der hier auf der Liste steht, der eigentlich Starter sein sollte. Auch wenn ich groß gut aufgestellt bin. Du darfst ihn nicht haben. Du hast gerade gesagt, du hast Angst vor meinem Frontcourt. Und du wirst noch mehr Angst vor meinem Frontcourt haben. Ich gehe mit Joel Embiid, MVP-Kandidat, der definitiv auch hätte starten müssen. Ich habe richtig drauf gepokert, dass Embiid jetzt dir vielleicht durch die Lappen geht. Ja. Weil ich brauche irgendwas im Frontcourt. Ey, langsam wird es echt eng. Das Problem ist, jetzt sind da natürlich zwei Defensive Player of the Year-Kandidaten, die Big Men sind. Bam Adebayo und Jaren Jackson Jr. Aber will ich jetzt meinen ersten Pick der Reservisten direkt an einen der beiden? Ich kann einfach davon ausgehen, dass du jetzt kaum beide picken wirst und die eher am Ende des Drafts available sind. Deswegen glaube ich, warte ich noch ein bisschen. Merk mir aber, dass ich eine Lücke auf Big habe. Und ich muss mal ein bisschen gucken. Ich habe das ist echt nicht so einfach, weil ich überlege jetzt, okay, die nächstbesten Spieler sind dann Damian Lillard und Ja Morant. Ja, aber ich habe schon Kyrie und Steph. Mhm. Also wie viel, in Anführungszeichen, kleine Guards brauche ich noch? Ich schiele so ein bisschen auf Jaylen Brown, weil der mir auch wieder eine Menge gibt. Boah, ist das ein Fehler, wenn ich jetzt Jaylen Brown vor Damian Lillard nehme? Von der Bank. Nee, ich glaube auch. Ich überlege dann, wen du dann im Anschluss nimmst. Gib mir 10 Sekunden. Kein Problem. Jaylen Brown. Wir haben die Zeit. Also es ist ein Toss-Up zwischen Lillard, Morant und Brown. Aha. Nee, und weißt du was? Ich gehe erstmal mit dem, der am meisten Fun ist im All-Star-Game. Okay. Ich gehe mit Ja Morant. Mit Ja Morant, okay. Ja. Kannst du das vielleicht anfangen aufzuschreiben? Achso, oder du streichst immer durch? Ich streich deine durch, aber ich kann die noch erkennen. Okay. Also das kriegen wir hin. Alles klar. Okay, du hast Ja. Okay, du hast gute Guards. Gute Guards. Ich muss jetzt mal wieder kurz überlegen. Wen hast du überhaupt auf Guard? Du hast Doncic und wer noch? Donovan. Ja, okay. Du solltest langsam mal gucken mit deinen Guards. Ja. Du willst, dass ich dir Brown lasse, ne? Also ich muss sagen, es sind noch so viele Guards drin, mit denen ich happy wäre, dass ich fast überlege, mir einen Counter zu holen für Jason Tatum. Und das ist Jason Tatum Light. Jason Tatum... DeMar DeRozan. DeMar DeRozan. Paul George. Das Ding ist, ich glaube... Ich mach's wie gerade, ich gehe mit Jaylen Brown, weil er der einzige Spieler, wobei es PG ist auch noch da. Ja. PG bringt ja eigentlich das Gleiche. Ja. Weil wir gehen ja von fitten Leuten aus. Und dann will ich PG over Jaylen Brown. Aber PG haben wir gerade noch bei dir darüber geredet, der hätte auch eigentlich eventuell draußen bleiben dürfen. Aber. Also, das nimmt ja nicht von seinem Talent weg. Nein, das nimmt nicht von seinem Talent weg. Pass auf. Ich nehme, glaube ich... Also, ich weiß, dass es mir egal ist. Es sind noch SGA und Dame. Ich wäre mit beiden happy. Mhm. Ich wäre mit beiden happy. Deswegen ist es mir auch da egal, wen du mir übrig lässt. Und das heißt, ich schnapp... Aber es ist mir auch bei Brown und PG egal. Ich gehe mit Dame. Ich gehe mit Dame, weil du hast Steph, der 17 Dreier knallen wird. Ja. Ich brauche einen Spieler, der auch vom Logo ein paar Dinger nehmen kann und auch treffen kann. Ich brauche jemanden, der die wichtigen Würfe am Ende nimmt. Und das ist ganz klar Dame. Ich gehe mit Dame. So. Das ist richtig ärgerlich, weil ich hatte dich gerade so gut, dass du mit den Gedanken bei Jaylen Brown und PG bist, weil ich mir dachte, ey, wenn ich Dame, Steph, Kyrie habe, dann kannst du niemals mit mir scoren. Glück gehabt.
Ah, ärgerlich, ey. Ich habe da richtig gerade gepusht. Puh, richtige Entscheidung. Okay. Dann lass mich überlegen, brauche ich diese Wing Defense? Gut, du hast Doncic, du hast Donovan. Ja, ich habe bisher so auf den kleinen Positionen noch nicht so die besten Verteidiger. Mhm. Und jetzt wäre es zwischen Brown und Holiday. Mhm. Und Holiday, ja gut, Holiday bringen. Nee, du bist ja Team Giannis. Aber an sich ist egal. Nee, ich nehme Jaylen Brown. Jaylen Brown ist besser, ja. Okay. Jaylen Brown. Okay, dann brauche ich jetzt eigentlich, wir haben nur noch einen wirklichen Spieler dieser Art, Two-Way-Player auf dem Wing. Dann brauche ich schon, wenn du Brown und Tatum hast, dann muss ich als Counter PG nehmen. Okay. Dann muss ich als Counter PG nehmen. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann fange ich doch jetzt mal an und überlege jetzt zwischen Jaren Jackson und zwischen Bam Adebayo. Okay. Mit dem Hinweis, ich weiß, Shay ist noch zu haben, aber ich habe echt viele gute Guards. Ich bin gerade nicht so angewiesen auf Guards, habe ich das Gefühl. Und ich brauche einfach irgendwas da unterm Korb. Vielleicht lande ich am Ende auch beide. Mhm. Es ist ein Toss-up, aber ich gehe mit Bam. Weil du gehst Bam, mit Bam? Ich gehe mit Bam, weil Bam mehr daran gewöhnt ist, auch gegen Giannis zu verteidigen und Embiid. Das ist, genauso habe ich es mir gewünscht, weil ich schnapp mir jetzt auf jeden Fall Shay. Ja, kannst du. Weil dann bin ich in Sachen Backcourt auch wieder gut aufgestellt, habe so ein bisschen aufgeholt in deine Richtung. Weil jetzt habe ich Dame und SGA von der Bank, habe schon Luca und Donovan. Jetzt bin ich da schon wieder in einer Liga mit dir. Okay, jetzt counter ich das aber relativ schnell. Na, ich weiß. Und zwar nehme ich mir Tyrese Halliburton. Ja, schade, hätte ich gerne gehabt. Ist ein guter Pick. Damit sind die beiden so ein bisschen... Aber First-Time All-Star und du sagst ja immer, Spieler brauchen Erfahrung. Er hat keine All-Star-Erfahrung. Gebe ich dir gerne. Aber Shay auch nicht. Stimmt, Shay auch nicht. Okay. Gar kein Punkt. Okay, Status Quo. Wir haben noch Jrue Holiday, wir haben Lauri Markkanen, wir haben Domantas Sabonis, wir haben JJJ, wir haben DeRozan und wir haben Randle. Haben wir Holiday nicht mehr? Holiday habe ich als erstes genannt. Ja, Holiday haben wir auch noch. Ja, achso, okay, hast du das genannt. Genau, sechs Spieler haben wir noch. Okay, jeder noch drei Picks. Okay, ich habe gerade Halliburton gepickt, das heißt, du bist dran. Ich bin dran. Okay, wir gehen jetzt wieder auf die großen Positionen. Bam hast du auch schon. Ja. Ja, ich hole mir Sabonis. Ich hole mir noch ein bisschen Playmaking. Ich hole mir jemanden, der alles kann. Doch, ich belohne Sabonis für seine starke Saison und ich finde, der fittet bei mir sehr, sehr gut. Da habe ich mit Zion und Sabonis echt eine gute Rotation auf der 4. Doch, das gefällt mir. Sabonis. Yes! Yes! Okay. Genau so wollte ich. Mit meinem 18. Pick nehme ich Jaren Jackson Jr. Okay. Und damit bin ich im Frontcourt defensiv so unangenehm aufgestellt und mit den beiden Jays auf dem Flügel auch unglaublich unangenehm aufgestellt. Würde ich dir recht geben, wenn das All-Star-Game in Memphis ist, aber das All-Star-Game ist ja in Salt Lake City. Und das jetzt? Heißt, das sind die Jazz-Scorekeepers. Das heißt, ich weiß nicht, ob er defensiv so einen Impact hat und ob er seine drei Blocks da abrufen kann. Deswegen kann ich damit wirklich leben. Ja. Okay, aber trotzdem guter Pick defensiv. Wen haben wir noch? Randle, Sabonis, Holiday? Sabonis habe ich. Wir haben Randle, DeRozan, Markkanen und Holiday. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich bin natürlich Backcourt defensiv nicht so gut aufgestellt. Mhm. Das heißt, Holiday wäre schon ein guter Pick. Ich gehe aber jetzt nochmal strategisch vor. Mhm. Und versetze mich jetzt wirklich schon in die Lage, wir sind in Salt Lake City. Es gibt nicht wirklich eine Homecrowd, aber ich kann mir eine Homecrowd besorgen, indem ich Lauri Markkanen picke. Mhm. Denn dann sind alle Fans in der Arena auf meiner Seite. Ich habe noch ein bisschen Push durch die Crowd und habe auch einen Spieler, der eine sehr brutale Saison spielt. Wir haben ihn bei der Eurobasket gesehen. Den nehme ich, ja? Den hätte ich so gern gehabt. Das wäre mein nächster Pick gewesen. Yes! Der Finisher LeBron. Schade. Sehr, sehr schade. Der Finisher hätte ich gerne in meiner Mannschaft gehabt. Und dieser Homecourt-Punkt, den hatte ich gar nicht so bedacht. Aber ja, klar, der würde da noch dazukommen. Okay. Du hast noch Holiday, DeRozan und Randle.
Holiday, DeRozan und Randall. Also ich brauche nicht noch mehr Defense, habe ich das Gefühl. Ich habe echt schon viel auf Defense. Randall. Ich bin Randall happy. Oder DeRozan. Ich bin auch happy. diese letzten Picks, finde ich, sind jetzt gar nicht so entscheidend. Ich muss gerade nur überlegen. Aber ich glaube, ich kann auch kaum was falsch machen, weil ich habe jetzt zwei Depoys unterm Korb. Klar, ich bin von der Größe her, habe ich ein bisschen ein Problem. Nur Jokic ist da wirklich auf der Big-Man-Größe dabei. Aber die anderen beiden verteidigen das trotzdem gut. Deswegen brauche ich jetzt nicht unbedingt Randall. Und dann nehme ich DeMar DeRozan, einfach um mir Buckets zu geben, auch von der Bank. DeRozan. Okay, dann passt es ja für mich auch perfekt. Ich habe gerade noch überlegt, ihn zu picken, um noch ein bisschen Defense auf klein zu haben. Ja. Und ich nehme Jrue Holiday und dann bleibt für dich Randall über, von dem du gerade gesagt hast, du brauchst ihn nicht wirklich. Jetzt musst du wiederum sagen, du hast ihn doch gebraucht. Ja, weil ich habe nämlich gerade das wieder so gemacht wie vorhin mit dem Dame-Pick. Ah, ich wollte umgekehrte das Psychologie. Exactly. Und das hat perfekt funktioniert. Okay, dann lass uns die Teams gerne nochmal... Julius Randle. Ey, ich muss sagen, das war ein sehr kompetitiver Draft. Ja, und ich glaube, finde auch, wir haben starke Teams. Ja, und ich glaube, es konnte ein sehr ausgeglichenes All-Star-Game werden. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie LeBron und Giannis picken. Lass uns gerne nochmal durchgehen. Mhm. Starter haben wir zwar gerade schon, aber einfach der Vollständigkeit halber. Ich habe Luca, Donovan, Zion, KD und meinen Captain Giannis. Ja. Ich habe Steph, LeBron, Jokic, Tatum und Kyrie. Genau, richtig. Und dann gehen wir die Reservisten durch. Ich habe SGA, Dame, Holiday, Paul George, Markan, Sabonis und Embiid. Eins, zwei, ja, sind sieben. Ja. Und du hast, soll ich die einmal kurz nehmen? Du hast Ja, Jaylen Brown, Tyrese Halliburton, Jaren Jackson Jr., Bam, DeMar DeRozan und Julius Randle. Also, Leute, ihr werdet mir recht geben. Ich glaube, mein Team ist stärker. Sorry, aber das jetzt nochmal zu hören, ich sag, mein Team ist stärker, weil scoring-technisch bin ich brutal aufgestellt und ich habe auch darauf geachtet, genug Defense zu haben. Also wenn es eklig, wenn es eng wird am Ende vom Spiel, dann habe ich unglaublich viel Defense, was ich bringen kann und das hast du nicht. Weiß ich nicht. Du musst dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe Luca, ich habe Zion, ich habe KD, ich habe Giannis, ich habe Embiid. Das ist schon tough. Dann habe ich noch als Bankspieler SGA und Dame. Hör auf jetzt hier. Das ist schon hör stark. Hör auf, dein schlechteres Team gerade zu pushen. Nee, ich muss sagen, also so ausgeglichen war unser Draft, glaube ich, noch nie. Das ist tough. Wir hatten auch letztes Jahr den Nachteil, dass Wiggins reingevotet wurde von den Fans. Mhm. Und Wiggins ist natürlich, no disrespect, aber im Vergleich zu den anderen neun fällt er schon ab. Ja. Und dadurch war ein Team automatisch im Nachteil. Heute ist es ziemlich ausgeglichen, deswegen diskutiert mal gerne in den Kommentaren, welches Team ihr besser findet. Man muss aber noch dazu sagen, Giannis Team wird anders aussehen, weil er muss Holiday picken. Ja, und dadurch hat LeBron einen großen Vorteil. True. Weil Holiday ist eigentlich ein Pick, den machst du relativ weit hinten. Dadurch hat LeBron quasi in beiden Runden den ersten Pick, genau, kann man so sagen. Genau, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wen wird LeBron dann nehmen? Als ersten, also nach Holiday? Wen hatte ich genommen? Du hattest... Ich glaube, ich habe Ja genommen. Ja genommen, ja. Genau. Und du hast genommen Embiid. Genau, dann kann LeBron nämlich Embiid nehmen. LeBron kann Embiid nehmen. So, und dann hast du nämlich dieses Big-Man-Problem gar nicht mehr. Ja, dann muss ich auch nicht Jaren Jackson und Bam nehmen. Ja. Also mit Embiid, ist LeBrons Team fast... Weil LeBron ist unberechenbar. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass er Dame oder SGA nimmt. Nein. Er nimmt nicht SGA. Aber wenn er schon Steph hat, wiederum kann es gut sein, dass er Embiid nimmt. Ja. Ja. Ja, tough. Es wird spannend, also ich habe richtig Bock und man muss es sich immer wieder vor Augen führen. Wir werden diesen Draft live erleben vor Ort. Das ist Wahnsinn. Ein verrückter Gedanke. Wir freuen uns sehr drauf und werden wie immer versuchen, euch da so gut es geht mitzunehmen auf allen Kanälen. Schaut weiter, schaut weiter an Drafted. Wie gesagt, alle Links in der Beschreibung. Schaut bei Björn vorbei, da sprechen wir über die Snaps. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall nochmal wieder bei Shots Fired, bevor es dann in der Woche darauf nach Utah geht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.